Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen beim letzten Video in diesem Jahr, meinen Neuzugängen aus dem Dezember. Ja, mich hat es im Dezember doch ganz schön da niedergelegt und ich war 2 Wochen krank, kämpfe auch jetzt immer noch so ein bisschen mit dem Hals und irgendwie die Ohren wollen auch noch nicht so richtig, aber ich versuche mich jetzt an einem weiteren Video. Am Donnerstag gab es ja schon den Hörgenuss-Rückblick. Schaut da gerne mal vorbei, wenn euch alles rund um Hörbücher, Podcasts und so weiter interessiert. In der kommenden Woche folgen dann noch der Büchermonat und der Jahresrückblick. Und dann gibt es erstmal eine kleine Winterpause von mir im Januar und ich bin dann irgendwie Anfang, Mitte Februar wieder da. Ja, nun zu den Neuzugängen. Ich war zwar krank, dennoch haben mich doch noch einige Bücher erreicht. Natürlich war auch Weihnachten und es gab auch das ein oder andere Wichtelgeschenk, was dann auch mal noch so ein bisschen ein Buch war. Und es stehen tatsächlich 14 Bücher neben mir. Es ist wirklich sehr, sehr viel. Plus 3 E-Books und 2 Hörbücher. Also der Vorsatz 50-50 hat jetzt nicht geklappt, wenn von 19 Büchern 14 sozusagen haptisch echt sind. Ja, dann kann man hier nicht mehr von 50-50 sprechen. Es ist aber gar nicht schlimm, weil ich mich natürlich gerade über die Weihnachtswichtelgeschenke in Buchform sehr, sehr, sehr gefreut habe und ich da natürlich auch sehr begeistert bin, dass liebe Menschen an mich gedacht haben, auch Wunschlistenbücher mir sozusagen geschenkt haben und das ist natürlich total schön, wenn da Wünsche in Erfüllung gehen. Zu den 19 echten Büchern ist auch noch ein Buch eingezogen, was es nicht auf dem Sub geschafft hat, weil ich das eben einfach schon gelesen habe und es nur in echter Form eingezogen ist, werde ich euch aber auch zeigen. Alle Bücher sind unten in der Infobox verlinkt mit einem Affiliate-Link sozusagen, kommt ihr zu Thalia und wenn ihr darüber bestellt, bekomme ich eine kleine Provision, für euch ist es nicht teuer. Ihr könnt aber natürlich auch einfach so ein paar mehr Infos vielleicht euch dann zu den Büchern anschauen. Ja, der Monat begann mit einem neuen Hörbuch, gesprochen von Robert Frank. Und das war dann auch der Anstoß, dass dieses Buch als Hörbuch bei mir eingezogen ist, nämlich von Mira Valentin, die Druidendämmerung. Das ist von Mira Valentin, habe ich schon 3 Bücher der Nordblut-Saga, ich glaube es waren 3, es kommt jetzt gleich der 4. oder ist der schon da, gelesen. Ich mag ihren bildhaften, sehr gut recherchierten Schreibstil sehr, sehr gerne und habe mich gefreut, mal so in diese Druiden Zeitalter sozusagen irgendwie zu reisen und als ich dann gesehen habe, das ist Robert Frank, einer meiner liebsten Sprecher, seit Nevernight hat er sich in mein Herz gesprochen, dass er das liest, da musste ich dann einfach das Hörbuch haben. Das Ende eines Zeitalters und der Beginn eines Neuen. Das neue Fantasy-Epos von Bestseller-Autorin Mira Valentin über die keltische Sagenwelt. Die Welt der Druiden ist dem Untergang geweiht. Das Christentum ist auf dem Vormarsch und in Schottland weichen die Anhänger des alten Religion immer weiter auf die nördlichen Inseln zurück. Auch die mythischen Geschöpfe aus Licht und Schatten, Brownies, Banshees, Selkies oder Reedcaps, verlieren an Boden, verstecken sich in Refugien tief in den Wäldern. Auf den Orkneys kümmert sich der junge Druidenwärter Milo um diese Wesen. Doch als er durch ein Missgeschick von einer Banshee verflucht wird, wendet er sich an das dunkelste Geschöpf von allen und stolpert in ein Abenteuer, das die keltische Welt in ihren Grundfesten erschüttern wird. Druidendämmerung ist ein großes Fantasy-Abenteuer um mystische Druiden, magische Tierwesen und die verborgene Magie Avalons. Es klingt einfach wunderbar. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Mira Valentin hier etwas ganz, ganz Tolles gezaubert, geschaffen hat. Ich hatte mit dem Hörbuch sogar begonnen, wurde aber dann krank und habe es dann auch einfach pausiert und mir jetzt auf jeden Fall für die gesündere Zeit sozusagen Anfang des Jahres vorgenommen. Ich freue mich da aufs Hören, weil Robert Frank spricht einfach toll, Mira Valentin schreibt super und da freue ich mich wirklich sehr auf diesen hoffentlich dann auch Hörgenuss. Dann sind 3 Bücher von Medimops bei mir eingezogen. Ja, ich habe ein bisschen was bei Medimops bestellt und habe dann mich auch für 2 Weihnachtsbücher entschieden. Eins bin ich tatsächlich noch am Lesen. Das hatte ich, bevor ich krank wurde, begonnen. Bin zur Hälfte gekommen und dann hat es mich einfach niedergestreckt und ich habe gar nicht mehr gelesen. Ich möchte es jetzt aber im Dezember noch beenden und zwar Winterzauber in Manhattan von Mandy
Beckert. Wie ihr seht, die Hälfte ist gelesen. Ich hatte das eigentlich zusammen mit einer Freundin eingeteilt, die hat es aber jetzt während meiner Krankheit schon beendet. Ist mein erstes Buch der Autorin und es geht hier um Hayley, die zusammen mit ihrer Tochter Angel nach New York City fliegt zu ihrem Bruder. Ja, sie möchte zum einen so ein bisschen dem Leben in England entfliehen, auch was die Joblosigkeit angeht und so weiter. Gleichzeitig möchte sie aber auch irgendwie den Vater für ihre Tochter finden. Angel ist durch einen One-Night-Stand entstanden und ist jetzt, glaube ich, 10 Jahre, wenn ich mich nicht irre. Und ja, hier geht sie auf Suche. Gleichzeitig verfolgen wir Oliver, das ist so ein Millionärs-Sohn-Typ, dem die Arbeit über alles geht und die beiden treffen auch irgendwie aufeinander. Ja, ich wurde mit beiden Charakteren noch nicht so richtig warm in der ersten Hälfte. Mal schauen, was die zweite Hälfte bringt. Und da werde ich dann, denke ich, auf jeden Fall auch im Büchermonat darüber berichten. Noch ein Weihnachtsbuch von Sarah Morgan. Wäre auch mein erstes Buch von ihr, Die Zeit der Weihnachtsschwestern. Und ich habe auch noch Schlaflos in Manhattan von Sarah Morgan. Hier wollte ich einfach Weihnachtliches lesen. Und eine liebe Kollegin von mir schwärmt sehr von Sarah Morgan. Und hier geht es um Suzanne, die einen Weihnachtswunsch hat, nämlich dass ihre 3 Töchter endlich in ihr Haus in den schottischen Highlands kommt. Und ja, alle 3 kommen dann, sind alle sehr unterschiedlich und wollen jetzt auch einfach Weihnachten zusammen feiern. Und dann liegt sie aber mit Grippe im Bett und die Töchter müssen sich jetzt irgendwie um alles kümmern. Ja, ich bin sehr gespannt. Wird jetzt dieses Jahr wohl nichts mehr. Landet jetzt auf dem Weihnachtsbuch-Sub fürs nächste Jahr. Ist ein bisschen schade, aber lässt sich leider nicht ändern. Und Schlaflos in Manhattan ist der Auftakt einer Reihe. Soweit ich weiß, sind das 4 oder 5 Teile. Und ja, Herzklopfen in der Stadt, die niemals schläft. Nette Freunde, ein riesiges Apartment, ein toller Job. Und wir haben hier eine junge Frau in New York, Paige, genau, die alles Mögliche schon abgehakt hat, was man so erleben kann. Und dann stürzt sie aber von der Karriereleiter und versucht dann mit der Bruder ihrer besten Freundin so rum ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Ja, ich liebe Geschichten, die in New York City spielen und bin hier sehr, sehr gespannt, wie Sarah Morgan schreiben wird, ob mich das packen, fesseln, begeistern kann. Und bin sehr gespannt, ob meine Kollegin hier zu Recht geschwärmt hat. Dann wurde auf BookTube ein wenig gewichtelt und das Video habt ihr auch bereits gesehen. Ich packe es euch unten in die Infobox und hier ist das Tier meines Lebens bei mir eingezogen von Ilka Piepgras, wie mein Hund aus mir einen anderen Menschen machte. Und das kann ich auch tatsächlich schon bestätigen, ohne dass ich das Buch gelesen habe, dass definitiv Tiere und besonders denke ich auch tatsächlich Hunde, weil man mit denen einfach nochmal andere Dinge erlebt, einen verändern. Und ich habe mich mega gefreut, als dieses tolle Buch bei mir eingezogen ist. Und ich verlinke euch das BookTube-Wichtel-Video auch mal unten in der Infobox. Mein Hund hat einen freieren Menschen aus mir gemacht, vielleicht einen besseren. Ja, Ilka Piepgras wollte eigentlich nie ein Haustier, doch sie lässt sich von ihrer Familie überreden. Und so zieht dann der Berner Sennerhund Teddy bei ihnen ein und ihr Leben ändert sich schlagartig. Denn das Tier bringt sie wieder mit der Natur in Kontakt und auch mit ihrer eigenen Natur sozusagen. Und es lehrt sie, klarer zu kommunizieren und ihren Perfektionismus endlich über Bord zu werfen. Ein kluger, persönlicher Einblick in das Paralleluniversum, das sich auftut, wenn man sich einen Hund zulegt. Und da kann ich schon bei 2, 3 Dingen auf jeden Fall nicken. Freue mich sehr auf diese Lektüre und bin da super happy, dass dieses Buch bei mir eingezogen ist. Dann ist als E-Book bei mir ein Rezensionsexemplar eingezogen, nämlich Die Schatten über uns von John Marsh. Das haben wir im Fanclub schon irgendwie entschieden, dass wir so Januar, Februar das auch gemeinsam lesen. Ist ein neuer Thriller. Es ist nicht dieser Fusion Science Fiction Thriller, wo die dann bei Heine, glaube ich, erscheinen, sondern das ist aus diesem Edition M Verlag, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Und das ist eben so ein echter Thriller, sag ich mal, von John Mars. Eine grausige Entdeckung auf dem Dachboden ändert das Leben eines jungen Paares. Der neue Psychothriller des Nummer 1 Bestseller-Autors John Mars. Ein blutiges Geheimnis aus der Vergangenheit vergiftet die Gegenwart.
Ich werde sie vom Dachboden retten. Diese Nachricht entdeckt Mia bei Sanierungsarbeiten an ihrem neu entstandenen Haus, eingeritzt in eine Fußleiste. Mit einer bösen Vorahnung steigt sie und ihr Mann Finn auf den Dachboden, wo sie in einer verborgenen Ecke auf mehrere alte Lederkoffer stoßen. Der Inhalt ist so schockierend, dass er das Leben der Familie für immer verändert. Doch selbst als sie von diesem Ort des Grauens zu Finns Eltern fliehen, kann Mia den verstörenden Fund nicht hinter sich lassen. Entgegen Finns Wunsch versucht sie herauszufinden, was in dem Haus damals passiert ist. Zu spät erkennt sie, dass manche Dinge besser verborgen bleiben sollten. Klingt nach einem wahnsinnig spannenden Thriller und ich freue mich da schon aufs Lesen und auf den Austausch und bin da mega gespannt drauf, was uns da auf diesem Dachboden erwartet. Ich finde, John Mars hat es ja so ein bisschen auch mit Dachböden, ne? Ich glaube, in irgendeinem der anderen Thriller war da nicht auch jemand auf dem Dachboden? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Ein Weihnachtsbuch, was auch als E-Book bei mir eingezogen ist, war eine Empfehlung von der lieben Becky. Wir wollten das zusammen lesen. Sie ist darauf aufmerksam geworden. Landet für mich jetzt leider erst auf dem Sub dann fürs nächste Jahr, aber ist das Fest der Liebe von Jean Meltzer. Dass sich in der Margaret Cross, einer Bestseller-Autorin von über 20 Weihnachtsromanen, ausgerechnet Rachel Rubinstein Goldblatt verbirgt, Tochter des berühmtesten Rabbis New Yorks, weiß keiner, am allerwenigsten ihre jüdische Familie. Doch als sich ihr Verlag eine Chanukka-Geschichte von ihr wünscht, gerät Rachels wohlbehütetes Doppelleben in Gefahr. Um weiter schreiben zu können, muss ihr eins gelingen. Sie muss eine Karte für die größte Chanukka-Party der Stadt ergattern, um Inspirationen zu sammeln. Das Dilemma? Ausgerechnet ihr Ernstfeind aus Kindertagen, der unerhört gut aussehende Jacob Greenberg, veranstaltet das Event und die Tickets sind restlos ausverkauft. Wo soll da nur das Happy End hin? Ach, schwierig, wenn man nicht mehr lesen kann. Ja, klang richtig, richtig toll, klingt richtig toll, wird jetzt aber leider knappes Jahr irgendwie auf dem Sub liegen. Ich bin einfach keiner, der eine Weihnachtsgeschichte irgendwie noch im Januar liest. Ich finde, das trägt eher dazu bei, eben so in Weihnachtsstimmung zu kommen. Mir tut's mega leid, dass ich das dieses Jahr mit den Büchern nicht so geschafft habe. Aber sie laufen ja nicht weg und auch im nächsten Jahr wird, denke ich, mit großer Wahrscheinlichkeit Weihnachten gefeiert. Und dementsprechend freue ich mich dann da auf diese Geschichte. Das nächste Buch ist dann ein Hörbuch, gesprochen von Vanida Karun, eine meiner liebsten Sprecherinnen. Und das war dann auch so die Entscheidungsgebung, dass ich hier das Hörbuch hören möchte. Und zwar ist es die Vorhersage von Niki Ehrlich. Auch ein Rezensionsexemplar, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, denn die Geschichte klingt auch richtig, richtig toll. Als Nina eines schönen Morgens ihre Wohnungstür öffnet, findet sie eine schlichte Holzbox. Darin verbirgt sich ihr Lebensfaden. Wenn sie die Box öffnet, wird sie erfahren, wie viele Jahre ihr noch bleiben. Und sie ist nicht die Einzige, die dieses Geschenk bekommt. Überall auf dem Globus, sei es nun im New Yorker Apartment, in einer Hütte in den Bergen oder einem Beduinenzelt, hat jeder Volljährige eine Box erhalten und fragt sich, will ich wirklich wissen, wann ich sterben muss? Einfühlsam und klug erzählt Niki Ehrlich, was mit der Gesellschaft, mit Beziehungen und mit jedem einzelnen Individuum passiert, wenn uns die eigene Sterblichkeit drastisch vor Augen geführt wird. Die Vorhersage ist ein berührender Roman über das Leben und das Sterben, über Freundschaft und Liebe und über das Menschsein selbst. Klingt nach einer wahnsinnig spannenden Idee. Wer guckt nach? Was hat das für Folgen? Was passiert mit denen, die nicht nachschauen? Treibt die das zum Beispiel um, dass sie es eben nicht wissen? Wie verändert sich das Leben, wenn man auf einmal die Möglichkeit hat zu wissen, ob ich in einem Jahr, in 5 Jahren, in 60 Jahren sterbe? Ich meine, wenn man 18 ist, ne, hat man ja eine relativ große Zeitspanne. Würde es etwas ändern? Verdrängt man das Wissen vielleicht auch irgendwann wieder, wenn man mit 18 wirklich reingeguckt hat? Merkt man sich das, wenn man vielleicht 50 ist? Also ich finde das super spannend und ich hoffe, dass das Thema ein bisschen ausgeglichener ist, als es zum Beispiel die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig war. Da ging es ja auch so ein bisschen rum, zu sehen, wie hätte das Leben laufen können. Ich hoffe, dass das hier in eine andere Richtung geht und freue mich da wirklich drauf, das jetzt in den nächsten Wochen auch zu hören. Dann war ich ein bisschen auf Tauschticket unterwegs. Ich hatte da einiges an Tickets
und habe bei einer Userin direkt zwei Bücher ertauscht. Zum einen Grund zur Hoffnung von Jane Goodall, ist eine Autobiografie. Wer sie nicht kennt, wobei ich glaube Jane Goodall kennt glaube ich jeder, sie ist ja die herausragendste Forscherpersönlichkeit unserer Zeit, denn sie hat über Jahrzehnte hinweg das Leben von freilebenden Schimpansen in Tansania zum Beispiel auch erforscht und schreibt hier eben, dass es tatsächlich Grund zur Hoffnung gibt und das ist eben die Essenz und ein Leitmotiv ihres Lebens. Und es gibt hier eine Zwischenbilanz mit viel Weisheit und Weitblick. Und ich freue mich darauf. Ich habe einige Dokumentationen von und mit ihr gesehen, auch schon, ich glaube, ein Buch von ihr gelesen und war jetzt super, dass ich da so drüber gestolpert bin und dachte, dann ertausche ich mir dieses Büchlein einfach mal mit. Und das zweite Buch habe ich dann per Zufall eben bei der, wo ich getauscht habe, entdeckt. Und zwar Das Mädchen, das die Welt veränderte von Alfonso Percorelli. Mich hat das Cover sehr angesprochen, obwohl es sehr schlicht ist. Und ein zeitloses Meisterwerk, dessen Magie man sich unmöglich entziehen kann. Was geschieht, wenn der letzte Funken Menschlichkeit erloschen ist? Die kleine Marie begibt sich auf eine fantastische Reise, um dies herauszufinden. Und es sind auch Bilder enthalten, die, als ich dann so ein bisschen durchgeblättert habe, mich wirklich sehr angesprochen haben vom Stil. Ich bin sehr gespannt, wie sie die Geschichte unterstreichen werden. Ich habe gar nicht so viel zu diesem Buch mir weiter angeguckt. Mich hatte der wenige Klappentext, der dabei war, sehr, sehr angesprochen. Wir haben hier einen schweizerisch-italienischen Autor, der auch schon mehrere Romane und Novellen veröffentlicht hat. Und wir haben eben die kleine Marie, sie ist 8 Jahre, als sie stirbt. Und dennoch wacht sie an einem wundersamen Ort auf und trifft einen alten Mann. Und dieser erklärt ihr dann eben, dass die Menschen ihn zutiefst enttäuscht haben und deshalb alle dem Untergang geweiht wären. Doch Marie fleht nun um die letzte Chance für die Menschheit. Der alte Mann willigt ein und schickt Marie auf eine fantastische Reise, um eben jemanden zu finden, der die Antwort auf die Frage aller Fragen kennt. Und denn nur dann sei eben die Welt noch zu retten. Doch gibt es überhaupt jemanden unter den Menschen, der die Antwort kennt oder ist es längst zu spät? Finde ich ein super spannendes Thema. Es hat natürlich diesen traurigen Beigeschmack mit einer 8-Jährigen, die verstirbt. Aber ich hoffe, dass uns das Buch trotzdem ganz, ganz viel Hoffnung schenken wird und mich dann auf jeden Fall auch begeistern wird. Ein weiteres Rezensionsexemplar, über das ich total überrascht war, dass ich es zugeschickt bekommen habe und auch gleichzeitig total happy war, ist dieses Riesenbuch Targaryen von George R. R. Martin, Der Aufstieg des Drachen. Es ist die illustrierte Geschichte einer Dynastie. Es ist das erste Buch und es ist mit Elio M. Garcia Jr. und Linda Antonsen entstanden. Und es ist wirklich so groß. Und es ist wirklich so schwer, wie es sich anfühlt. Ich bin seit House of the Dragon wieder voll in Westeros drin. Ich habe noch nicht zu Game of Thrones gegriffen. Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich muss nur Staffel 8 irgendwie ausblenden. Es ist wirklich ein Drama. Ich kann es nicht anders sagen. House of the Dragon hat mich aber sehr begeistert in diesem Jahr. Und ich fand ja Feuer und Blut nicht wirklich so spannend und habe das ja als Hörbuch dann auch abgebrochen. Habe mich jetzt aber mega über diese illustrierte Ausgabe gefreut und bin einfach total gespannt, hier alles darüber zu erfahren, was in der Serie passierte, beziehungsweise was dann natürlich auch noch passieren wird. Und ja, ich möchte mich spoilern lassen. Wahrscheinlich habe ich es dann in 2 Jahren eh wieder vergessen. Beziehungsweise eigentlich weiß ja jeder, der Game of Thrones geschaut hat, wie House of the Dragon enden wird, wie das weitergeht. Das wurde da drin ja auch erzählt. Dementsprechend weiß man es eigentlich. Also ich weiß auch grob den Weg, weiß aber natürlich nicht mehr jedes Detail, obwohl ich natürlich die Geschichte vom Tanz der Drachen kenne. Aber ja, das Targaryen-Buch, vielen Dank an den Verlag, hat mich mega, mega gefreut, dass dieses tolle, großartige, schwere Buch bei mir eingezogen ist. Bin ich super happy und freue mich da auf jeden Fall jetzt immer mal in diesem Buch dann auch zu lesen. Das nächste Buch ist dann auch ein Rezensionsexemplar, diesmal als E-Book, und zwar The Mountain is You von Brianna Wiest. Über dieses Buch bin ich 3-4 Mal schon im November gestolpert und dachte mir, was möchte mir dieses Buch oder das Finden dieses Buches so ein bisschen sagen? Denn der Untertitel ist so ein bisschen: Das größte Hindernis bist du selbst.
Denn Menschen tun oft Dinge, die sie eigentlich gar nicht tun wollen und sabotieren sich so selbst. Doch was genau ist eigentlich Selbstsabotage? Wie kommt sie zustande? Und warum hören wir nicht einfach auf damit, uns selbst im Weg zu stehen? Einfühlsam, aber mit Nachdruck zeigt Bestsellerautorin Brianna Wiest anhand von alltäglichen Beispielen, wie selbstsabotierende Verhaltensweisen aussehen können und erklärt, wie wir unsere eigenen Blockaden lösen und unsere schädlichen Verhaltensweisen überwinden können. Anhand ihrer psychologischen und philosophischen Erkenntnisse können wir lernen, wie unser bestmöglichstes zukünftiges Selbst zu handeln und so unser Potenzial voll auszuschöpfen. Klingt nach einem super spannenden Buch. Ich habe noch gar nicht so darüber nachgedacht, ob ich mich an mancher Stelle selbst sabotiere, da mir dieses Buch aber doch ein paar Mal so über den Weg gelaufen ist und es dann eben als Rezensions-E-Book zur Verfügung stand, dachte ich, ja, frag es einfach mal an und mal sehr gespannt, was mir das dann vielleicht auch für das neue Jahr mitbringt und was da für einen Impuls für mich vielleicht auch drinsteckt, der mich eben dann durch dieses Buch irgendwie gefunden hat. Ja, dann kommen wir zu einem Tauschpaket von der lieben Tanja. Ich habe es leider nicht geschafft, ein Video dazu zu drehen. Ich packe ihren Kanal unten in die Infobox. Sie hat so ein Zuschauer-Wanderpaket und ich habe das erhalten, als ich aber krank war, keine Stimme hatte. Und damit ich es eben einfach weiterschicken konnte, habe ich einfach selbst schon da drin mir was rausgesucht. Insgesamt habe ich mir, glaube ich, 4 Bücher genommen. 2 Bücher sind hier an Jugendliche weitergewandert und ich habe aber 2 Bücher auch für mich behalten. Zum einen mal wieder ein Nicholas Sparks, Mein Weg zu dir. Ich habe Nicholas Sparks früher sehr gerne gelesen, bis er mir irgendwann zu triefig, kitschig war und dann habe ich ihn nicht mehr gelesen, beziehungsweise habe ich da auch das ein oder andere Hörbuch gehört. Aber der Klappentext hat mich definitiv angesprochen, denn Amanda und Dawson sind erst 17, als sie sich unsterblich ineinander verlieben. Doch ihre Familien bekämpfen die Beziehung und widrige Umstände trennen sie schließlich endgültig. 25 Jahre später kehren die beiden in ihre Heimatstädtchen zurück. Sie empfinden noch genauso tief füreinander wie damals, aber beide sind von Schicksalsschlägen gezeichnet. Und die Kluft zwischen ihnen scheint größer denn je zu sein. Ja, 17 und 25, dann sind sie Anfang 40. Ja, da kann man natürlich schon einiges erlebt haben. Ich bin sehr gespannt, was da so ein bisschen dahinter steckt, hinter dem Zerwürfnis mit den Familien, was in den Leben so ein bisschen passiert sind. Und ich bin einfach mal wieder gespannt auf ein Nicholas Sparks. Ich weiß gar nicht, wie alt dieses Buch ist. Ja, ist tatsächlich auch schon 10 Jahre alt. Könnte daher in einer Zeit auch geschrieben von ihm sein, wo mir Nicholas Sparks noch gefallen hat. Ich freue mich da auf jeden Fall aufs Entdecken und auch aufs Lesen. Und das zweite Buch ist ein Buch, was ich glaube ich schon 2 oder 3 Mal auf meiner Wunschliste hatte. Dann ist es wieder runtergeflogen, dann ist es wieder draufgeflogen und jetzt war es im Paket drin und ich dachte, jetzt nimmst du es einfach mit. Von Eva Jace, Black Rabbit Hall, eine Familie, ein Geheimnis, ein Sommer, der alles verändert. War ja vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahren, in aller Munde, ja, 2016, habe ich gar nicht schlecht geschätzt, in aller Munde hat man überall gesehen und irgendwie, ich weiß nicht, was mich dann immer dazu brachte, es runterzuwerfen und dann wieder drauf und ja, der Geruch nach Bienenwachs, das Summen des Globuses, der Geschmack der Vergangenheit, salzig, köstlich auf der Zungenspitze, das ist Black Rabbit Hall. Wir treffen auf Amber Orton. Sie weiß, dass die Stunden auf Black Rabbit Hall, den Sommersitz ihrer Familie, langsamer vergehen als anderswo. Es passiert nicht viel, bis zu einem stürmischen Abend 1968. Vereint durch eine unfassbare Tragödie müssen Amber und ihre 3 Geschwister sich nun mehr denn je aufeinander verlassen. Jahrzehnte später fahren Lorna Smith und ihr Verlobter John auf der Suche nach einem Ort für ihre Hochzeitsfeier durch die wilde Landschaft Cornwalls und stoßen auf ein altes, leicht verfallenes, aber wunderschönes Haus. Und ich hoffe, dass wir hier, ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr groß an Rezensionen, dass wir hier einfach so eine Geschichte auf 2 Zeitebenen haben. Bin sehr gespannt, was 1968 passiert ist, aber dann eben auch, was es mit dem Verlobungspaar so auf sich hat. Und ja, freue mich, dass dieses Buch im Paket war und ich mir das rausnehmen konnte und tauschen konnte. Dann kam Weihnachten und ich glaube, es stehen jetzt fast nur noch Weihnachtsbücher neben mir. Das ist absolut richtig. Ja, von einer ganz lieben Freundin habe ich 2 Bücher erhalten. Zum einen den 3. Teil von der Evelyn Jones Reihe und zwar The Vanishing of Evelyn Jones von Phil Hikes, also das Verschwinden der Evelyn Jones. Ich war ja vom 1. Teil total angetan. Ich habe den, glaube ich, im letzten Jahr gelesen, habe ich auch hier
Den zweiten Band habe ich dann auch als E-Book gelesen und jetzt ist der dritte Band bei mir eingezogen und ich liebe diese Cover. Also die sind wirklich großartig. Hier hinten sieht man auch Band 1 und Band 2. Ja, ich bin ein großer Fan dieses Kindergrusels mit so geisterhaften Atmosphäre. Ich mag den Stil von Phil Hikes super gerne. Ich glaube, damals hat Steffi vom Buchschnack so davon geschwärmt. Und ich hatte dann ja noch in Überlegung, ob ich das nicht auf Deutsch lese. Aber mir hat die Covergestaltung einfach im Deutschen nicht gefallen. Da ist Evelyn Jones unter anderem rothaarig und hat eine Brille und lange rote Haare. Und das wirkte irgendwie so wie eine Tochter von Harry Potter und Ginny Weasley. Und ich dachte, das passt irgendwie gar nicht, auch wie Evelyn Jones beschrieben wird. Und ich wollte ja in 2022 auch mehr englische Bücher lesen. Wie das geklappt hat, zeige ich euch auf jeden Fall oder bespreche ich dann natürlich auch im Jahresrückblick. Und ich finde, so mit Kinder-Jugendbüchern macht man in der Regel nichts verkehrt, was englische Literatur angeht. Und ich habe gar nicht groß auf den Klappentext geguckt. Ich wollte weiterlesen, was mit Evelyn Jones passiert. Und ich bin sehr gespannt, was es hier mit ihrem Verschwinden auf sich hat. Dann, auch von meiner lieben Freundin angekommen ist, wir haben uns ein paar Wochen vorher über dieses Buch unterhalten, und zwar Couch Karma von Walter Rehm, und wir haben uns ein bisschen darüber ausgetauscht, wie uns der Klappentext so anspricht, ob das was für uns wäre. Wir sind beide sehr große Fans von Meditation und von Yoga, auch wenn meine Yoga-Routine, seitdem ich Weasley habe, ja, sehr darunter gelitten hat, dass ich jetzt einfach mehr spazieren gehe als Yoga mache. Aber vielleicht ist das ja ein guter Vorsatz für das neue Jahr. Wie ich aufhörte, auf das Glück zu warten und stattdessen langsam, aber stetig meinem persönlichen Wohlbefinden entgegen strawanzte. Über 50 Abbildungen, mein Yoga-Glossar der magischen Wörter. Und es sind auch wirklich einige Bilder von ihm hier mit drin, mit verschiedenen Yoga-Übungen. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier ein bisschen erwartet. Vielleicht lesen wir das auch einfach ein bisschen zusammen. Werden wir mal sehen. Ist, glaube ich, jetzt tatsächlich auch dieses Jahr ganz neu erschienen. Wie wäre es, wenn der Maßstab für die Wirkung eines Buches ein Gefühl wäre? Die richtige Antwort auf eine einzige Frage: Geht es Ihnen gut? Klingen Ratschläge für Sie auch immer wie Sprüche aus der Werbeindustrie? Vielleicht funktionieren die Methoden der Selbstoptimierung ja viel besser, wenn das Ziel nicht Glück und Erfolg heißt, sondern Wohlbefinden. Da würde ich definitiv nicken. Couch Karma präsentiert eine Fülle von Ideen für die tägliche Gestaltung von Zufriedenheit und Wohlbefinden. Während Sie dem Autor bei einer Suche danach über die Schulter schauen, erleben Sie seine wichtigste Liebeserklärung immer wieder neu. Die an den Augenblick. Und ich freue mich hier auf tolle Impulse, spannende Gedanken, auf die ein oder andere Yoga-Übung, die man vielleicht irgendwie doch wieder mehr in seinen Alltag integrieren kann. Und bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Von der Haptik fühlt es sich auch richtig, richtig cool an. Eine liebe Freundin von mir war total verwundert, dass sie in meinem Highlight-Regal nicht die Buchreihe von Cornelia Funke gefunden hat. Mich darauf ansprechend habe ich gesagt, ja, irgendwie, weiß ich nicht, bin ich nie zu diesem Buch gekommen, habe ich nie irgendwie gegriffen, ich weiß auch nicht warum. Denn so viele schwärmen ja von der Tintenherzreihe oder der Tintenblutreihe von Cornelia Funke. Musste es natürlich kommen, dass sie mir Tintenherz, den Auftakt der Reihe, schenkt. Im alten Design, es gibt glaube ich mittlerweile irgendwie neue Cover oder es wird neue Cover geben, die ich aber mehr als unschön finde, und es gab da glaube ich auch so ein bisschen einen Aufschrei in der Community, dass die Bücher überhaupt nicht danach aussehen, was sie irgendwie sein sollen, was mir sehr für den Coverdesigner leid tut, weil der sich natürlich auch was dabei gedacht hat, aber ja, schauen wir mal. Ich glaube, es gab auch irgendwie ein Statement vom Verlag, aber ganz egal, ich habe die alte Taschenbuchausgabe und habe mich das sehr gefreut und werde mich jetzt wohl mal an die Reihe setzen. Es ist eine Trilogie, eine Liebeserklärung an das Buch, und tatsächlich, ich kann nicht sagen, warum dieses Buch noch nie bei mir eingezogen ist. Es gibt eigentlich gar keinen logischen Grund, aber vielleicht war einfach bisher nicht die Zeit dafür. In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimlicher Gast bei Maggie und ihrem Vater Mo auf. Am nächsten Morgen reisen sie überstürzt zu Maggies Tante Eleanor, denn hier versteckt Mo das Buch, das er vor vielen Jahren zum letzten Mal gelesen hat. Und das jetzt in den Mittelpunkt eines magischen Abenteuers rückt. Eines Abenteuers, in dessen Verlauf Maggie nicht nur das Geheimnis von Zauberzunge löst, sondern auch selbst in großer Gefahr gerät. Und ich weiß, dass es da auch irgendwie eine Verfilmung dazu gibt. Auch die habe ich irgendwie, die ist auch an mir total vorbeigegangen. Und ich bin mega gespannt. Hoffe, dass mich das begeistern kann, wie so viele andere Leser und auch in meinem Freundeskreis kennen das gefühlt alle und denken, du bist Harry Potter Fan und kennst nicht die Tintenherzreihe? Ist es nicht Tintenblut? Ist das der zweite Teil? Ach, ich bin gerade irgendwie verwirrt. Ich dachte, das ist die Tintenweltreihe.
Aber ja, erklärt. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, ich freue mich aufs Lesen und habe mich auch sehr, sehr, sehr über dieses Geschenk gefreut. Ja, dann kommen wir noch zu zwei weiteren Geschenken, die bei mir eingezogen sind. Zum einen auch von einer ganz lieben Freundin, nämlich von Anka, habe ich unter anderem Infinitas geschenkt bekommen von Marina Neumeier, Fluch aus Glut und Asche, was optisch wirklich wunderschön ist und es hat auch einen ganz, ganz tollen Buchschnitt. Und das hat sie mir ja, mit ein paar anderen wunderbaren Geschenken auch ins Paket gelegt. Eine Ewigkeit begraben, nun ist sie erwacht, eine fesselnde Liebesgeschichte zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Als Aliqua nach jahrhundertelanger Gefangenschaft unter der Vulkanasche des Vesuvs überraschend befreit wird, findet sie sich im Zentrum eines uralten Konflikts wieder. Seit der Antike, finde ich richtig toll, dass wir dahin reisen, lastet auf den Familien Omodeo und Pomponio ein Fluch, der Fluch der Unsterblichkeit. Aliqua gerät ins Visier einer Gruppe Unsterblicher, die nur ein Ziel kennen, die Grausamkeit der römischen Götter zurück auf die Erde zu holen. Ach, klingt das geil. In Santo findet sie einen Verbündeten, doch hütet ein düsteres Geheimnis. Ich bin mega, mega, mega gespannt, dass wir hier in die Antike reisen, dass wir römische Götter treffen, dass es hier wirklich ja einen Club gibt, der im Grunde die zurückholen möchte. Und die Autorin, ja, ist mit ihrer Aquarius-Trilogie die Gewinnerin des New Piper Talent Awards 2019 gewesen. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass wir hier eine gut schreibende Autorin haben. Das heißt natürlich nicht solche Preise, aber ich bin mega gespannt. Wir reisen in die Antike, es gibt römische Götter und ich finde das richtig, richtig toll und ja, ich freue mich da sehr drauf und ja, bin natürlich super happy, dass ich das geschenkt bekommen habe. Und das letzte neue Buch ist dann Wo die Liebe hinfliegt. Inga, nein, Ingo und Poldi, die Geschichte einer Freundschaft von Tanja Brandt, hat mich von einer lieben Zuschauerin erreicht. Vielen, vielen lieben Dank auch nochmal an dieser Stelle. Ich finde allein das Cover großartig und ich liebe Tiergeschichten und ja, Hund und Eule. Ich meine, was möchte man tatsächlich mehr? Es sind auch noch ein paar andere Bilder hier hinten drauf. Ein Herz und eine Seele. Bei der Fotografin und Falknerin Tanja Brandt leben ein belgischer Schäferhund und ein Steinkauz. Freunde, die einfach unzertrennlich sind. Dieses Buch erzählt die Geschichte dieser bezaubernden Freundschaft. Wann sind sich die beiden zum ersten Mal begegnet und wie hat sich daraus eine tiefe Freundschaft entwickelt? Wie reagiert der Schäferhund auf die Launen des frechen Steinkauzes und welche Abenteuer erlebt die tierische Clique im Alltag? Denn neben den Steinkäuzen Poldi und Fienchen leben noch Schneeeule Uschi, Wüstenbussard Phönix und Weißgesichtseule Gandalf bei Tanja Brandt. Einfach zum Dahinschmelzen. Und ich finde das so schön. Alleine, dass es einen Gandalf gibt. Ich finde das großartig. Also, ich glaube, ich brauche auch mehr Tiere, die ich dann irgendwie nach all den Gefährten von Herr der Ringe benennen kann oder nach allen Freunden in Harry Potter. Wobei mit Weasley habe ich natürlich schon einen Großteil der Freunde von Harry Potter abgedeckt. Aber ja, richtig, richtig toll. Also bin ich super happy. Ich freue mich da sehr aufs Lesen und auch vor allem aufs Bildergucken. Also es ist eine ungewöhnliche Freundschaft und ich freue mich da wirklich sehr drauf. Und ja, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Buchgeschenk. Ja, das große Buch legen wir mal hier zur Seite. Das waren jetzt die 19 komplett neuen Bücher. Ich habe aber noch ein Buch, was auch wahnsinnig schwer ist. Also das wird kein Buch sein, was man mitnimmt, außer man hat Angst und läuft durch irgendwie sehr dunkle, urige, gefährliche Straßen. Da wäre das in der Tasche wahrscheinlich gar nicht schlecht. Ein Buch, was ich auch zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ich glaube, ich habe auch die vier Vorgänger alle zu Weihnachten bekommen. Sie stehen hier oben in der Mitte. Es ist die illustrierte Ausgabe des fünften Bandes von Harry Potter und der Orden des Phönix. Ja, ein wahnsinniger Brecher. Also wer denkt, das Targaryen-Buch ist groß und schwer, der sollte mal den fünften Band in die Hand nehmen. Wahnsinn. Also das ist wirklich kein Buch, das man weiter wegträgt als ins Bett und auf die Couch. Also ja, habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe ich mir auch gewünscht. Ich habe jetzt ja im Dezember mit Harry Potter wieder angefangen und freue mich da dann den fünften Band in der illustrierten Ausgabe zu genießen. Es sind wunderschöne Illustrationen drin. Also ja, was kann man denn zeigen, was vielleicht jetzt nicht spoilert? Ich habe direkt so einen Spoiler-Moment. Ja, also es ist der fünfte Band. Ich glaube, zu Harry Potter muss man auch gar nicht mehr so viel irgendwie sagen. Es ist ja eine Highlight-Geschichte für mich.
Ich finde die illustrierten Ausgaben wunderschön. Ich habe alle zu einem Reread immer mit angeguckt. Ich habe die ja in letzter Zeit, habe ich Harry Potter ja mehr gehört. Allerdings immer die Bände, der eben neu dann war, den habe ich dann eben in der illustrierten Ausgabe gelesen, beziehungsweise dann darin ja, mit einem Testral geblättert. Also wirklich, ja, wunderbares Weihnachtsgeschenk, aber es ist wirklich wahnsinnig schwer und deswegen legen wir es jetzt auch hier zur Seite. Ich weiß gar nicht, ob das Regal da oben aushält. Ich glaube, ich muss dann Sirius, muss dann vielleicht weg. Ich glaube, der passt da nicht mehr. Ich glaube, ich muss das Regal umräumen. Ach, es ist nicht immer ganz so einfach. Also, die stehen ja hier, ne, die vier Bände so aufeinander. Ja, das waren sie, also die 20 neuen Bücher, die 19 Bücher, die auf dem Sub gelandet sind. Und ich glaube, wir sind jetzt auf dem Sub auch wieder dreistellig. Wenn ich das richtig gesehen habe, ja, irgendwie ist es einfach, wie es ist. Ich wollte ja eigentlich auf 50 runter. Das Ziel habe ich definitiv nicht geschafft. Ich weiß auch nicht, ob das nächstes Jahr realistisch ist. Aber dazu dann auf jeden Fall im Jahresrückblick mehr, denn da wird es auch so ein paar Vorsätze geben und auch die Vorsätze des diesjährigen Jahres. Werden wir uns angucken, wie gut ich mich da gemacht habe. Aber das seht ihr dann jetzt in der kommenden Woche. Und ja, bevor jetzt die Stimme gar versagt, ich habe schon 2-3 Schlücke zwischendurch genommen. Ich bin sehr gespannt, was es bei euch denn im Dezember eingezogen. Habt ihr Bücher zu Weihnachten geschenkt bekommen? Habt ihr Gutscheine bekommen? Habe ich auch 2 noch hier liegen, aber die werden dann erst im Januar, Februar eingelöst. Gerade wenn dann so das ein oder andere Neuerscheinungsbuch kommt, freue ich mich dann immer, wenn man da einen Gutschein zücken kann. Und ja, ich bin sehr gespannt, was bei euch eingezogen ist, ob ihr so ein bisschen auf eine Ausgeglichenheit Wert legt, was vielleicht digital und echt angeht, oder habt ihr nur echte Bücher oder lest ihr nur digital? Lasst mich das gerne mal wissen, lasst uns da gerne ein bisschen austauschen, weil ich kenne ja auch schon das ein oder andere Buch aus meinen Neuzugängen und wollt jetzt schwärmen, dann macht das gerne in die Kommentare. Alle Bücher findet ihr in der Infobox. Und auch ja, Tanjas Kanal und das Video zum BookTube-Wichtelpaket zum Unpacking. Schaut da gerne nochmal vorbei. Und ich danke euch nun fürs Zusehen. Wünsche euch heute ein wunderbares Silvester. Kommt gut ins neue Jahr. Lasst euch da auf jeden Fall auch gut gehen. Rutscht nicht zu stark hinein. Ja, gebt da gut auf euch Acht. Ich danke euch fürs Zusehen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, einen guten Rutsch und wir sehen uns dann im nächsten Jahr. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.